Krankenhaus 1, ein Krankenhauszimmer. Der Patient kommt für einen Krankenhausaufenthalt aus der internen Ambulanz in die Bettenstation der internen Abteilung. Die Krankenschwester begrüßt den Patienten, stellt sich ihm vor und geht mit ihm ins Krankenzimmer. Hier stellt sie ihm einen anderen Patienten vor. Gleichzeitig informiert sie den Patienten über die Möglichkeit, seine Kleidung in einen abschließbaren Schrank zu legen und seine Wertsachen in einem Safe zu lagern. Sie begleitet ihn zu seinem Bett, das verstellbar ist, und zeigt ihm, wie das Bett richtig positioniert werden kann. Der Patient kann seine notwendigen persönlichen Gegenstände wie Toilettenartikel, Kompensationshilfsmittel oder auch sein Handy in einem Nachttisch aufbewahren. Dann macht die Krankenschwester den Patienten mit der Organisation der Abteilung, Frühstückszeit, Mittag- und Abendessen und den Patientenrechten vertraut. Nachfolgend belehrt sie ihn über die Notwendigkeit, aufgrund seiner Krankheit Ruhezeiten einzuhalten. Die Krankenschwester bittet den Patienten, seinen Schlafanzug anzuziehen. Dann kommt sie mit einer Urinflasche ins Zimmer zurück, die der Patient an eine Bettkante hängt. Sie zeigt ihm das Signalgerät, mit dem er im Notfall stets das Pflegepersonal herbeirufen kann. Zum Schluss fragt sie den Patienten, ob er alles verstanden hat, und verlässt das Zimmer. Sie begleitet ihn zu seinem Bett, das verstellbar ist, und zeigt ihm, wie das Bett richtig positioniert werden kann. Der Patient kann seine notwendigen persönlichen Gegenstände wie Toilettenartikel, Kompensationshilfsmittel oder auch sein Handy in einem Nachttisch aufbewahren. Dann kommt sie mit einer Urinflasche ins Zimmer zurück, die der Patient an eine Bettkante hängt. Sie zeigt ihm das Signalgerät, mit dem er im Notfall stets das Pflegepersonal herbeirufen kann.